Und willkommen Leute zu einem kleinen ja, Top 5 Video und zwar zu Jurassic World Alive. Und bei Stormy ging es bereits schon los, also erstmal hallo Stormy. Ja, hallo. Und zwar gewöhnlich, selten und episch. Wir unterteilen das Ganze nämlich nach diesen Seltenheitsstufen. Wir fanden, das war eine bessere Idee und da könnt ihr schon mal bei Stormy vorbeischauen. Wir haben da eben die ersten drei Stufen schon besprochen und in diesem Video soll es um die letzten zwei gehen, nämlich legendär und einzigartig. Wir werden da halt jeweils unsere Top 5 vorstellen. Ich blende es dann immer ein, wer für welchen Saurier ist. Und ja, dann könnt ihr jetzt dann schon gleich sehen, hier bei den Legendären, welche sich Stormy ausgewählt hat, welche ich. Und ja, Stormy, wieso auf Platz 1 Indominus? Das musst du mir mal erklären. Ja, das liegt einfach daran, wo ich jetzt so ein bisschen gekämpft habe mit den Legendären. Der Indominus, zum einen, weil er immun ist, ja. Mhm. Und zum anderen, weil er einfach tierisch auf die Nerven geht. Ja, ist halt schon so ein und Glücksfaktor. Der dritte Punkt, wenn man noch, also der ist bei den meisten Leuten, denke ich, immer noch einer der ersten Legendären, die man freischaltet. Und er hat eben den Early Dominus und den Indoraptor als Hybrid. Das heißt, wenn ihr den oder relativ früh auf den Saurier geht, dann macht ihr nichts falsch mit. An für sich ist das vielleicht nicht der allerbeste Saurier mit den besten Fähigkeiten, aber auch gerade in Strike-Events, mit Glück könnt ihr da eben viele Strike-Events schaffen, die ihr eigentlich, wo ihr eigentlich gar keine Chance hättet. Mit dem vierfachen Angriff nach der Cloak. Und deswegen finde ich den eigentlich für neue Spieler, weil er auch eigentlich bei den Buffs und Nerfs unberührt geblieben ist, finde ich den immer noch einen sehr, sehr guten Saurier. In der Arena sehe ich den eigentlich bei fast jedem im Team. Ja, bei uns aus der Gilde haben den auch noch sehr, sehr viele im Team, so bis Level 20 natürlich. Und sobald dann ein besserer Tank oder ein größerer Damage-Dealer kommt, dann wird er natürlich ausgewechselt. Aber ich denke, weil das eben einer ist, den man sehr, sehr einfach bekommen kann, mit zwei einzigartigen Hybriden noch dahinter, war der einfach für mich der Favorite, weil das Gesamtpaket einfach passt. Ich weiß, das ist nicht der beste Saurier, aber... Ich habe den ja ewig lang gespielt und ich muss sagen, ich fand den halt nicht in den Top 5 jetzt irgendwie angemessen, verstehst du, was ich meine? Weil er hat, du brauchst halt das Glück einfach und da gibt es so viele Viecher mit irgendwie Schilden, irgendwie, ja... Aufhebung, da hat man eigentlich keine Schnitte, deswegen Monostegotops, weil ich finde, das Viech ist absolut broken momentan. Monostegotops ist momentan komplett kaputt. Den haben bei den Top-Spielern so viele Leute auch dabei. Ich meine, ich habe ihn auch auf die Position 2 gepackt und wie gesagt, der Hauptgrund war bei mir einfach, weil man ihn einfach bekommen kann in den Dominus Rex und weil er zwei gute oder sehr, sehr gute einzigartige Hybride hat. Ja klar, und, also man, jeder hat den so ungefähr, ne? Oder er ist wichtig auch. Aber ich fand ihn jetzt halt nicht so stark, dass ich sagen würde, ja, ist vielleicht ein, also er ist nicht schlecht, also man hätte ihn jetzt schon in die Liste reinhauen können, aber ja. Aber Monostegotops von seinen Fähigkeiten momentan absolut der beste legendäre Saurier. Also da muss ich dir zu 100% zustimmen, der ist komplett broke. Ja, fast immer 1,5-fachen Schaden, ne? Genau, den kannst du bis auf bis auf Level 30 mit da oben nehmen. Also das sieht man, den Top 10, da haben den einige auch dabei. 1,5-facher Schaden, glaube sogar immer ready. Ja, und er hat noch eine relativ hohe Crit-Chance. Das heißt, das ist ein Tank, der aber auch gut Schaden rausbekommt. Und Aufhebung und Stun. Genau, und sehr vielseitige Fähigkeiten hat. Er würde zum Beispiel den Indominus zum Frühstück vernaschen mit seinen Fähigkeiten. Auch ein Indoraptor. Auch einen Indoraptor, genau. Und deswegen ist zum Beispiel auch der Indoraptor bei der Tierliste ein bisschen schlechter geratet worden. Wobei ich sagen muss, der Monostegotops war vorher schon so ein genauso guter Indoraptor-Counter, wie er bis jetzt ist. Nur jetzt ist es halt noch ein bisschen besser und mehr Leute spielen. Ja, und dann geht es gleich mal weiter. Also bei mir Dragodistus Platz 2. Und du hast ihn gar nicht bei dir, aber ich muss sagen, Dragodistus, die Leute, die meine Videos schauen, die wissen, ich hasse das Viech über alles, weil ich finde, der ist der Wahnsinn. Und der, ich finde, der countert den Indominus derartig durch sein Schild. Der countert den Indominus. Stun, Ansturm, ja. Übermächtig, was willst du mehr? Ein ganz kleiner Gegenangriff, dass du im Notfall ihn sogar einzocken kannst gegen den richtig Low. Also, er ist viel zu schnell für einen Tank. Also, ich weiß auch nicht. Also, ich finde das Viech ist stark. Ich hätte ihn vielleicht auch reinnehmen sollen. Also, ich habe ihn ja selbst auch noch im Team auf Level 25. Also, den kann man da oben auch noch spielen. Und auch gegen Strike-Events ist er sicherlich auch gut. Ja, weiß gar nicht, warum ich ihn nicht reingenommen hatte, aber ich hatte so vom Gefühl her die anderen so ein bisschen mehr mit Schaden und gut, von der Verfügbarkeit her ist Dragodistus auch relativ einfach zu bekommen. Ja, das dachte ich mir nämlich auch. Könnte ihn auch machen, aber ich mache nicht, weil er bei mir nicht reinpasst. Obwohl, anstatt ein Ankyndro? Nein, ich habe einen Draco. Also mal gucken, das ist halt... Ja, da kommt sicherlich dann irgendwann der Trico für rein. Also ich habe ihn auch immer noch im Team, der wird aber, glaube ich, bei mir in der näheren Zukunft irgendwann rausfallen.
Ist sicherlich auch ein sehr, sehr, sehr guter Counter, gerade mit der Betäubung und dann noch dem Übermächtigen. Also wenn man ihn so spielt, dass er eine Runde schon Schaden gemacht hat am Gegner und kann dann noch seine Betäubung erst rausbringen und verlangsamt danach, dann kann er drei Runden hintereinander quasi angreifen. Das denke ich mir nämlich auch. Und dann bist du fast immer tot, weil dann sein Ansturm sein dritter Angriff ist und wow, der Schaden von dem Viech ist halt auch nicht. Ja, und der ist halt auch noch sehr, sehr schnell, ja. Ja, ich sage mal, ein Triostronix ist halt RIP. Das ist halt gegen den RIP. Das ist Triostronix ist auf gleichem Level. Oh, ich glaube, wenn man. Kommt drauf an, wie man es spielt. Weil, wenn man Triostronix, ich glaube, den Kampf rausspielt, dann kann man den. Ich weiß nicht, ob der Dragodist hat, glaube ich, ein bisschen wenig Leben dafür. Also, ich habe mit meinem immer verkackt gegen Dragodisten. Die waren auch manchmal lower, weil. Der Schaden reicht nicht. Dein wilder Angriff macht viel zu wenig Schaden wegen 40% Panzerung. Das ist halt ja, deswegen hatte ich immer den Kampfrausch gespielt, damit ich auch den kleinen Gegenangriff nicht fresse. Ich glaube, wenn du crittest, klar, dann gewinnt der Triostronix, aber ansonsten. Ja, mit dem Crit, du musst dann critten, genau. Ich meinte jetzt wegen Speed halt. Auch nur 50%. Ich meinte halt jetzt wegen Speed generell. Also, das ist halt. Ja, ja, und dann Stegodeus bei mir eindeutig, weil ich mir denke, das ist halt weiterhin ein, wenn nicht der beste Tank. Und. Ja, ich weiß nicht, wieso du Alusino reinhaust, weil ich finde den überhaupt nicht so gefährlich. Ich finde den Alusino als, gerade als Counter gegen Tanks am Anfang eigentlich sehr, sehr gut. Weil, klar, man hat einen Gorgosuchus vielleicht noch. Mhm. Alusino musst du sowieso auf 20 bringen für Torodolasaurus, welcher einfach immens gut ist momentan. Und Alusino hat halt auch den Blitzansturm. Und von daher finde ich ihn tatsächlich, ich finde ihn echt nicht schlecht. Deswegen habe ich ihn damit reingenommen, weil ich denke, wenn man Alusino dazu bekommt, den kann man sicherlich schon gut verwenden. Wo ich jetzt definitiv sagen muss, dass ich das falsch habe, wo ich bei den Utasino-Raptor sehe, der gehört auf jeden Fall in die Top 5, dann wahrscheinlich ja, für meinen Triostronix. Da habe ich einfach gar nicht dran gedacht. Ich finde aber auch ein Alusino, Monostegotops oder auch Dragodist ist bei dir, da kannst du an deinem Team nicht viel falsch machen. Ne? Die kannst du mit reinnehmen. Zum Beispiel bei einem Dracoceratops, da musst du schon ein gutes Team für aufgebaut haben. Was haben wir denn noch bei den Legendären? Also da kommt es immer so ein bisschen auch auf das Team drauf an, wie man es aufbaut. Und ich finde, da sind eigentlich die wir als erstes genannt haben, Monostegotops, Alusino, Stegodeus, die kannst du in dein Team reintun. Das ist immer so schwer mit so einer Liste. Nicht unterleiden, genau. Deswegen meine ich ja, man muss ja immer so alle Faktoren beachten, wenn man so eine Liste macht, was ist für einen möglich. Und ich denke mir halt, Alusino, es kann gut sein, weil du ja so ein Tankspieler bist, dass der für dich deswegen so gefährlich wirkt. Ich dagegen habe auch manche Schnelle. Dabei, halt wie ein Utasino, und denke mir so, yo, Utasino gegen Utasino ist ätzend, Utasino generell ist Wahnsinn, ich mache damit manchmal Tanks fertig, aber gleichzeitig, Das ist genau das wird auch gleich bei den Einzigartigen noch so sein, das sieht man einfach, das ist genau die Ebene, wo wir momentan kämpfen, ja, da haben viele Leute die Legendären und Einzigartigen dabei. Und wir haben halt vom Team her, ich habe ein deutlich tankigeres Team, bin da auch mit alleine unterwegs. Deswegen bei dir auch Triostronix, oder? Deswegen habe ich ganz andere Counter als du ausgewählt. Klar, ein Dracoceratops ist auch gut gegen Tanks, aber dadurch, dass ich so viele Tanks mit viel Leben dabei habe, wie den Stegodeus, soll der Gegner einen Dracoceratops einwechseln. Ich habe meistens auch noch einen guten Damage-Stil dabei, deswegen ist der bei mir nicht dabei. Dracoceratops aber gerade, wenn man ein gutes Team um den rum aufbaut, ultra guter Saurier. Ja, was ich mir denke beim Dracoceratops ist halt nicht nur dieses Finishen zum Reinswappen, sondern mir ist so oft aufgefallen, dass man halt durch dieses sofortige Heilen und Reinigen den manchmal rauswappt und irgendwie dreimal reinhauen kann, wenn man richtig gut spielt. Und das ist halt das, was ihn so gefährlich macht, meiner Meinung nach. Und er selber hat ja auch Ansturm und beschleuniger Angriff, das macht ihn auch gefährlich. So ist es ja nicht. Und man darf den nicht unterschätzen. Das ist so ein bisschen witzig, weil ich finde, auf deiner Elo und auf meiner, da haben ja die Leute auch noch einen Stegodeus und sowas häufig dabei. Also sie haben eine Chance, den gut auszuwechseln, weil oder sie was Torodol, dabei haben, der das abfangen kann, was mit viel Leben oder mit ein bisschen Panzerung oder so. Und wenn man sich jetzt die Top 10 betrachtet, ich will denen da jetzt nicht zu nahe treten, aber da hat fast keiner mehr einen Tank dabei. Mhm. Und der Dracoceratops, der führt eigentlich dazu, wenn du ihn auswechselst, dass irgendein Saurier, und die haben wirklich sehr, sehr viele, haben Early Dominus dabei. Klar, und die haben dann Monostegotops vielleicht dabei. Aber, nee, ich meine, wenn du dann auswechselst den Dracoceratops, der nächste Saurier kriegt garantiert einen Hit. Und wenn du dann solche Fischi-Saurier dabei hast. Ach so, die sind dann sofort tot, meinst du? Ja, klar. Die da oben spielen schon sehr, sehr viel. Also deswegen, ich weiß nicht, wie die da oben ihre Teams aufbauen. Aber die haben eigentlich für das Auswechseln, entweder sie spielen ihn wirklich nur als kompletten Finisher, ganz zum Schluss, okay, dann kann ich es verstehen, dass sie ihn dabei haben.
Aber diese Möglichkeit mit dem vielen Auswechseln, da ist eigentlich Trygo der Einzige, der ein bisschen tanky ist, ja, mit dem Panzerung, der halt auch mal was abfangen kann. Aber so viele Möglichkeiten haben die da oben gar nicht, weil viele haben den Stegodeus nicht mehr dabei, Dragodistus siehst du da oben so gut wie gar nicht. Und die haben halt dann vielleicht auch häufig Saurier dabei, die dann ja einen ordentlichen Hit schon direkt vom Gegner bekommen. Da sind wir genau bei dem Punkt mit diesen Elos, weil bei mir ist es halt so, ja, vielleicht ein Toradollo kann ihn mit einem Crit sofort ausschalten, weil der ja gleich schnell ist. Oder mein Elidomnus zu 100% mit seinem sofortigen Ansturm halt. Und sonst habe ich halt nicht so viel Option, so einen Draco auseinanderzunehmen oder das Viech danach. Das ist halt so der Unterschied, schätze ich mal. Aber das ist ja das Interessante an diesen Listen, da sieht man das ja so. Ja, ein bisschen. Und auf deiner Elo und auf meiner sind auf jeden Fall sicherlich noch deutlich mehr Tanks unterwegs, dass man den auch super gut auswechseln kann. Also ich denke, so bis 5000, also Draco Ceratops ist eigentlich momentan nach der Meta ein Muss. Aber bis 5000 Trophäen ist er eigentlich perfekt im Team. Und danach wird es gefährlich, ja. Und danach wird es meiner Meinung nach gefährlich, wenn man sein Team nicht ein bisschen tankig ausrichtet, sondern wirklich nur, was gibt's denn da oben? Magna Pyritor, Diloracheus hat nicht so krass viel Leben, Diloranus, Elidominus, das sind Saurier, die machen alle sehr, sehr viel Schaden, halten aber auch im Gegenzug nicht so viel aus. Und wenn man dann Pech hat mit seinem Team und hat keinen Tank dabei, dann wird es, denke ich, mit dem Dracoceratops schon schwierig, ja. Entweder man muss halt dann auf ihn verzichten, so würde ich es dann zum Beispiel machen. Ich würde sagen, gut, mein Draco muss halt jetzt sterben, damit ich als nächstes einen Early Dominus oder ein anderes Biest da oben spielen kann. Aber Dracoceratops, der ist komplett kaputt momentan und deswegen ist es auch eigentlich der beste, mit der beste Saurier im Spiel. Ja, und ich meine, wenn wir schon so viel von der oberen Elo labern, ja, das waren ja unsere Legendäre, gehen wir zu unseren Einzigartigen und da sieht man, da sieht man eigentlich ziemlich gut, dass was ein bisschen anders ist, dass das meistens damit was zu tun hat, dass du halt wirklich Tanks spielst. Ich meine, Magna Pyritor, Indoraptor ist klar, sind beide, also meiner Meinung nach, die heftigsten Viecher. Ja. Und Magna Pyritor momentan ist einfach, also das finde ich ist auch, wenn man während der Spielzeit mal sagen konnte, dass ein Saurier der Beste war, ist es jetzt am einfachsten, indem man sagt, der Magna Pyritor. Der hat kaum einen Counter. Deswegen, also das ist klar, ein Early Dominus, wobei er hat ja Aufhebung dabei. Also das ist einfach, der Magna Pyritor ist momentan mit einem kleinen Buff, den er bekommen hat. Das war nicht so viel, wo sie ihn geändert haben. Ist er einfach von mit dem schlechtesten Hybriden oder mit dem schlechten Einzigartigen zu dem mit dem Besten oder dem Besten geworden. Und also ich hätte ihn gerne auf einem höheren Level und dem Team, aber leider... Ich finde halt durch diese ganzen jetzt eben auch Stunts und Verlangsamungen ist er halt durch diese Immunität zu stark. Er hat es nicht nötig, wie der Indoraptor ausweichen zu müssen. Vor allem durch Aufhebung fällt es ja weg, das Ausweichen. Er kann einfach dafür sorgen, dass er im Endeffekt länger überlebt durch die Ablenkung und dazu dann noch so einen wahnsinnigen Schaden raushauen und hat 128 Speed. Er ist halt so ein Indoraptor mit Immunität und das ist halt... Genau. Boah. Muss man nicht wirklich weiter erklären, eigentlich, wenn man das Spiel so ein bisschen spielt, da merkt man schon, Statuseffekte sind der Wahnsinn und dann ist das Viech halt krass. Ich denke mir halt auch immer wieder, er hat es nicht nötig zu swappen, er kann einfach ein Viech töten, dem nächsten vielleicht sogar noch Schaden machen. Das ist, braucht man nicht viel erklären. Und Indoraptor, das ist halt einfach, man sieht es bei mir, dass ich damit sau viele Viecher rasiere, man sieht es auf höheren Elos noch, es ist halt, das Viech hat entweder Glück, aber auch ohne das Glück haut der so einen Schaden raus, der hat halt auch eigentlich übertriebene Stats. Das ist halt einfach so. Ja. Da kann man nicht viel sagen. Definitiv. Er ist zwar bei vielen Leuten in den Top 10 rausgeflogen, weil halt viele da oben Monostegotops spielen. Aber sonst hat er nichts. Also, er hat wahrscheinlich von dem Potenzial, dass er sehr, sehr viele oder mit die meisten Saurier countern kann. Durch den reinigenden Stoß, durch Ausweichen und den hohen Schaden, wo der noch durch Schutz und Panzerung geht. Das macht ihn einfach so vielseitig und deswegen finde ich den auch immer noch bärenstark. Ja, der wird doch bei mir erstmal nicht aus dem Team rauskommen. Ein Allrounder. Sie machen jetzt, genau, er ist einfach der Allrounder. Klar, er hat seine Counter und wenn man vielleicht in den Top 50 mitspielt, dann hat er zu viele Counter. Das kann sehr gut sein. Aber ich denke, auf unsere Elo auch bis 5000, 5500 vielleicht noch, da sollte denn jeder von euch eigentlich spielen. Das ist auch der erste Hybrid, oder Einzigartige, den jeder anstreben sollte. Der ist auch machbar zu holen, so ist es nicht. Der ist von den Bestandteilen ja mit am einfachsten zu holen. Da muss man halt abends mal ein paar Mal rausgehen für einen Velo. Ja gut, T-Rex spawnt global und hat man bei den täglichen Quests dabei. Und das ist einfach, ja. Deswegen ist der Indoraptor für mich auch immer noch gesetzt, auch wenn viele sagen, den hab ich aber rausgenommen, andere haben den rausgenommen wegen Mono. Aber trotzdem finde ich Indoraptor immer noch sehr, sehr gut. Ja. Also weil der kann halt mit ein bisschen Glück, legt er halt auch, also mit ein bisschen Glück, der hat ja auch 20% Crit-Rate, legt er eigentlich
alle viele anderen, Viecher One-Hit. In der Top 5 bei uns sind, wenn der Glück hat, legt er alle davon. Und das, ja, das ist halt auch was Besonderes, ja. Klar, er braucht Glück und muss ein bisschen ausweichen. Ja, das ist das, was er halt benötigt, um carryen zu können, Anführungsstrichen, damit er wirklich mehrere Viecher holt. Ja, und dann kommen wir schon weiter. Ich habe dann den Trico und du hast den Toradolo. Und beim Trico, Trico, ich mag den halt so gern und ich denke mir halt so, keine Ahnung, Toradolo, klar, der macht wahnsinnig Schaden. Ich würde niemals behaupten, dass er jetzt nicht bei mir vielleicht Platz 6 wäre oder so. Der ist echt der Wahnsinn, ich habe ihn ja selber. Ja. Ich habe so oft den Moment, durch dieses Swappen, durch das, dass er 3000 Leben hat, was oft meistens zwei Angriffe sind, ich krieg dann vielleicht höchstens mal den Blitzansturm noch durch und das ist halt einfacher, beziehungsweise 1,5-facher mit dem Crit und den Ansturm, klar, in manchen Situationen ist er der Wahnsinn, da will ich nichts gegen sagen. Man kann manchmal mit dem wirklich, wenn der Gegner zwei Tanks ineinander hat, was für einen mega lucky wäre, beide legen. Aber ich spiele ihn als Trico immer als Second Sau, also als 2-3 Sau hier, wo ich einen mit finish und dann habe ich den starken Angriff oder einen Blitzansturm sowieso ready und dann kann der Gegner, egal was er spielt, außer halt vielleicht einen Trikosaurus. Trico ist aber, glaube ich, langsamer, ne? Der, das heißt, da wäre mein Blitzansturm auf jeden Fall auch schneller. Da würde ich aber kaum Schaden machen, weil er halt Panzerung hat. Ja, Trikosaurus ist vielseitiger einsetzbar, das stimmt auf jeden Fall. Und gerade mit der aktuellen Meta gegen die ganzen Saurier, die da oben rumturnen, die keinen Schutz, keine Panzerung haben und auch viele können nicht Panzerung durchdringen. Utasino, Utarinex, Deluracerus, Turamoloch. Also dagegen ist er halt super, super gut, weil er eben mit dem Gegenangriff eigentlich seinen Schaden macht. Du tust die ganze Zeit den Gegner einfach ablenken, spielst seine Unverwundbarkeit und mit dem Gegenangriff machst du jede Runde trotzdem Schaden. Das macht den so krass besonders. Ich denke mir halt auch gegen Magna Pirita, weil du meinst ja mal, Magna Pirita, klar, ist ein Counter zum Trico. Ich denke mir, gegenüber Toradolo ist er ja nicht groß anders. Der macht den Magna Pirita macht den Toradolosaurus sogar noch wahrscheinlich gleich ähnlich schnell kaputt. Ich denke mal, durch den Gegenangriff hat der Trico vielleicht ein bisschen mehr Damage-Output dann auf die Dauer. Und das ist halt das, was ich mir denke, was ihn so stark macht. Vor allem auf Floren Illus ist er, klar, Toradolo macht den Stegodeus fertig, aber der Trico kann vielleicht noch ein bisschen länger überleben und noch ein bisschen mehr Schaden raushauen. Und ich habe ihn zwar noch nicht, aber ich sehe das ja an vielen Videos und als Gegner teilweise, ich habe so Probleme gegen den. Das ist der Wahnsinn. Ja, ich habe den Trico ja auch mit reingenommen. Ich habe zum Beispiel gegen den Trico, weil ich eben Triostronix momentan noch dabei habe, auch gar keine Probleme. Ja, okay. Ja, also wenn ich entweder Trico dabei habe oder auch ein Torodolo im 1 gegen 1, wenn sie gleich aufgespielt werden, da habe ich schon meine Counter gegen. Aber gerade, ich glaube, je höher die Elo, da haben sie im 1 gegen 1 wahrscheinlich den Trico selbst als Counter gegen den Trico manchmal dabei. Und dann gewinnt halt der mit dem höheren Level. Ja. Und daran sieht man ja schon, dass das Viech halt eigentlich krass ist, wenn es sich selber countert so ungefähr. Und er kann sich selbst countern auch, ja. Klar, nicht perfekt, aber er ist halt einfach schon krass mit dem Gegenangriff. Gegenangriff geht auch durch Schutz durch, meine ich. Oder ging der nur durch Panzerung? Ich weiß das gerade nicht, weil ich... Nee, der war normal, der war ganz normal bei dem leider. Okay, war ganz normal. Aber dafür ist es halt trotzdem nicht viel, wenig Schaden. Also es ist halt gut gegen Viecher, die halt keine Panzerung haben. Das hast du selber gesagt, das haben viele auf hoher Elo nicht, weil die halt diese schnellen spielen. Nee, das haben da oben sehr, sehr viele eben nicht. Und dann schaut man sich es eben an, Platz 4, da habe ich den Elidomnius und du jetzt erst den Trico, weil beim Elidomnius denke ich mir halt so, da sagst du auch manchmal, er weiß nicht, ob der so stark ist, aber dieser Speed, der macht halt eben die Viecher mit diesem Swap-In meistens ziemlich fertig, finde ich jetzt. Zum Beispiel den Dracoceratus macht der fertig. Genau, und wenn man dann als nächstes als Straight halt den Early spielt, einen Toro oder so, da hat man sehr, sehr gute Chancen. Also er countert das und ich finde, er spielt mit diesem Swap-In ganz gut, weil er selber ja so eine Fluchtattacke hat. Er ist halt bei beiden gut, finde ich. Er ist, wenn man ein gutes Team um ihn drum aufbaut und man darf ihn auf keinen Fall als ersten Saurier spielen. Das sehe ich so häufig. Ja, und das finde ich immer, das ist, also ich finde, man sollte ihn nicht als ersten Saurier spielen. Man sollte ihn wirklich, wie du sagst, entweder wenn der Gegner gerade einen Swap-In gespielt hat und hat den eigenen Saurier gefinisht, dann kann man ihn gut als zweiten Saurier spielen. Und ich denke, so sollte man ihn auch spielen, dass man einen Gegner eventuell finisht und kann direkt mit dem Stoß und Flucht schon wieder, oder Ansturm und Flucht hat er ja, glaube ich, sogar nur Angriff tatsächlich, einfach. Aber das finde ich auch okay, weil ich meine, er hat die Chance, mit der Tarnung eventuell noch ein anderes Viech zu reißen, das ist halt so. Gegen Schilde hat er Probleme, ganz klar, also gegen Tanks ist er jetzt nicht so bombastisch, aber alles andere zerstört er irgendwie, das ist halt... Deswegen ist er bei mir vom Gefühl ja auch nie so gut, weil ich halt so viele Tanks dabei habe. Das denke ich mir nämlich auch, das ist halt eben diese Ansichtsweise wieder. Genau, wenn ich jetzt ein anderes Team dabei hätte mit weniger Tanks, dann würde ich mich wahrscheinlich über den jedes Mal aufregen und dann wäre der bei mir wahrscheinlich sogar auf 3 aufgelandet.
Und das ist auch bei mir deswegen bei Platz 5 der Dilophosaurus, so wie er ausgesprochen wird, weil der dieses Ansturm und Flucht hat und Betäubungsansturm und generell schnell ist. Da denke ich mir halt, der ist mit dieser Meta, funktioniert der super gut. Du hast diesen Ansturm und Flucht und kannst dann mit irgendwas kombinieren, was halt der Wahnsinn ist. Und gleichzeitig kannst du, wenn du eben schneller bist, eigentlich einen gratis zweifachen Schaden raushauen. Das ist halt, was der, ja, was, das kann ja der, schon. Das kann halt der Early Dominus nicht. Der Early Dominus ist dafür immun und lässt sich nicht schwächen und kann sich schneller machen. Aber der Dilophosaurus kann ja die Gegner schwächen, deswegen kann er auch länger überleben. Ich denke mir halt, Early Dominus wird wahrscheinlich die Dilora fertig machen, weil er halt immun ist. Aber gleichzeitig ist der Dilophosaurus in dieser Meta teilweise noch ein besserer Pick, finde ich. Und noch ein besserer Pick, ja, auf jeden Fall. Und ich habe da Theorachazor, welcher aber auch gerade mit einem Early Dominus oder Dilophosaurus sehr, sehr gut zu spielen ist, wenn ihr da einen Swap-Out macht und den Swap-In auf Theoracha. Theoracha kann den Hit deutlich besser aushalten als Early oder Dilora und hat noch einen Gegenangriff mit dem Swap-In-Wilden-Angriff dabei. Und ich glaube, das wäre, also das ist so eigentlich so mit die krasseste Kombi, die du da oben spielen kannst, wenn du keinen Dracoceratops dabei hast. Und Schutzzubrechend, ne? Schutzzubrechend. Genau, genau. Und deswegen, er ist quasi von seiner Fähigkeit her so ein bisschen der kleine Dracoceratops. Er macht zwar nur einfach einen Gegenangriffsschaden, hat keinen Swap-In-Schaden, aber er bufft seinen Schaden. Und das heißt, wenn man ihn einsetzt und spielt, der hat fast den gleichen Zweck wie ein Dracoceratops. Sei denn der Gegner setzt halt sowas wie Kampfrausch oder so ein, dass er keinen Gegenangriff machen würde. Und ich finde, ärgern kann man die Leute mit dem Theorachazor genauso gut wie mit einem Dracoceratops. Ja, ich hab den ja auch dabei, habe den jetzt aber nicht in die Top 5 reingehauen, weil bei mir manchmal noch nicht so gut funktioniert. Ich glaube, das ist auch wieder so eine Sache, weil du so viel Tanks hast. Und gegen Tanks ist der Theorachazor nicht schlecht. Ich habe schon so oft einen Segodeus mit dem so fertig gemacht, obwohl ich underlevelt war. Weil der halt auf Dauer viel Schaden raushaut und sich schützen kann. Ja, wir hatten in der Arena, wir hatten schon im Stream so witzige Sachen mit dem Theorachazor, wo man eigentlich einen Kampf gewonnen hat, den man verloren hatte. Und die Gegner auch häufig gar nicht wussten, was sie gegen den Theorachazor spielen sollen. Du brauchst was Schutzdurchbrechendes, wenn du das nicht hast. Du brauchst was Schutzdurchbrechendes oder was Immunes, weil mit seiner Ablenkung, er macht da 1,5-fachen Schaden und bringt der Gegner nicht mehr so viel Schaden raus, ja, wenn er keinen Übermächtigen hat oder aber nicht immun oder aber immun ist, ja. Das ist manchmal ganz witzig anzusehen. Deswegen, Dilophosaurus, ich werde auch, ohne da jetzt spoilern zu wollen, bei den nächsten, wobei das ist ja dann schon rum die einzigartigen Saurier. Das heißt, also wie das Video kommt, dann werden wir schon auf die einzigartigen Saurier gegangen sein und da werde ich meine 5 Versuche auf Dilophosaurus verwenden. Also ich würde ihn auch gerne ein bisschen weiter leveln, er ist halt echt nicht so leicht zu bekommen und viele unterschätzen ihn ein bisschen. Viele sagen, er ist einfach kacke, weil der nach 2 Hits weg ist. Ja, wenn du in dem Moment einen Indoraptor hast, klar, da kann er nicht viel machen, leider. Aber kämpf mal mit einem Stegodeus gegen ihn oder mit einem Dracodistus. Also das ist schon ekelhaft. Das ist wirklich... Und was ich mir auch denke, er braucht trotzdem, finde ich, weil halt viele den nicht so gern mögen. Vielleicht zieht das Lüder, vielleicht kriegt er ja sogar einen Buff. Wer weiß. Ja. Ganz klein und das wäre toll. Das wäre krass, wenn wir beide den dann hoch haben. Das wird unsere Saison, das sage ich dir. Da, immer ein bisschen wo gebufft wird. Oder so. Das wäre cool. Genau. 108 ist echt wenig. Ich finde, der sollte schon schneller als der Toradollo sein, damit er immerhin die Ablenkung durchkriegt. Das würde ihn ein bisschen besser machen. Das ist eigentlich so das Witzige, wenn man das dann komplett betrachtet. Trico und Dilophosaurus. Ich finde Dilophosaurus noch ein bisschen tankiger als den Trico. Aber das sind so die einzigen, das sind bei den Einzigartigen die beiden einzigen, die tanky sind. Und stellt euch mal vor, also die beiden sind ja schon sehr, sehr gut, auch mit dem Schaden. Aber was glaubt ihr jetzt, wenn da ein einzigartiger Full-Tank wäre? Ja, so ein Hybrid aus Stegodeus und Giga-Speaker oder so, keine Ahnung. Boah, mit Gegenangriff und so. Genau, wie gut der im Verhältnis dann wäre. Auf jeden Fall, ja. Wir haben einen Stegodeus und einen Dragodistus, das sind ja schon Full-Tanks und die sind beide nur legendär und die kann man sehr lange verwenden. Und das mal irgendwann bei einem Einzigartigen, das könnte richtig eklig zu spielen. Also man kann zusammenfassend sagen, Einzigartige sind meistens diese Schnellen mit viel Schaden, irgendwie Ablenkung, damit sie lange überleben, aber keine wirklichen Tanks sind so wirklich dabei. Genau, legendär deswegen, hast du sehr viel Schilde und Aufhebung, so ein Kram halt. Und wenn du das ein Einzigartiger mal hättest, das wäre Wahnsinn. Also richtig viel Schildscheiß. Das wird auch da oben die Meta durchwerfen, weil dann hätten auf einmal wieder ein paar Leute noch einen Tank dabei und dann sind andere Counter wieder besser. Nicht Indoraptor wäre wieder gut. Indoraptor wäre wieder gut, genau. Magnapolite wäre wahrscheinlich noch besser. Ich hoffe fast, dass sie bald mal einen Einzigartigen raushauen. Man weiß es nicht, wir werden das sehen. Und die Raja-Buff. Naja. Dilophosaurus, das wäre auf jeden Fall witzig. Ja, das war so die Liste. Ich meine, man sieht jetzt allein von der Zeit her, man kann überlegen, deren Einzigartigen noch länger sprechen, weil das halt quasi unsere Elo ist.
So, also meine ist eher bei legendären, Zombies ist höher auf jeden Fall, aber ich meine halt, da haben wir ein bisschen mehr Erfahrung so als jetzt bei den unteren Elos. Obwohl du da natürlich jetzt auch immer viel spielst mit deinen, ne, Events und allem. Ja, bei dem Event waren wir da komplett da unten unterwegs. Ich habe 400 Kämpfe oder so an dem Wochenende komplett gemacht. Aber trotzdem würde es mich natürlich interessieren, was ihr für eine Liste hättet, genau, oder was ihr da vorschlagen würdet. Ich meine, es ist immer schwer, Saurier in 5 irgendwie untereinander zu reihen, vor allem im Spiel, wo die so situationsbedingt sind. Vor allem auch nochmal jetzt so zu unterteilen in verschiedene Stufen ist nicht leicht, aber dadurch kann man halt nochmal sehen, welche Stufe sich, welche Saurier so zu bieten hat quasi. Hier die Schilde, die Schnellen, die Starken. Und ja, das ist so unsere Meinung dazu. Man sieht, klar, man nimmt meistens irgendwie die Counter zu seinem Team als die besseren her, aber am Ende kann man doch ein paar Dinge zusammen sagen, die sind stark so ungefähr. Und ich hoffe, euch hat es soweit gefallen. Lasst auf jeden Fall euer Team mal in den Kommentaren stehen. Genauso ein Like würde mich freuen. Schaut bei Stormy vorbei, vor allem auch für die ersten 3 seltenen Stufen. Dann verabschiede ich mich hier. Ciao Stormy, danke, dass du da warst. Und hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Wenn ihr noch Ideen habt, sagt uns gerne eure Ideen. Und ja, für so ein Lava-Video, dass ich dabei sein durfte. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Auf Wiederschauen.